Das ist die schöne neue Fernsehwelt. Zu Hause mit dem Smart TV ins Netz gehen, mal eben ein paar lustige YouTube-Videos schauen oder wie hier ein Film und das aus dem Internet ruckelfrei. Dennis Ross ist der Experte für Home Entertainment, also für zu Hause, um genau das leisten zu können. Wenn ich so Fernseh schauen möchte mit diesen brillanten Bildern aus dem Netz, was für eine Leitung brauche ich denn da? Also gerade wenn man wirklich so Full-HD-Material haben möchte, wie wir es jetzt hier haben, ist schon 16.000 vielleicht noch gerade so an der Grenze. Empfehlenswert wäre schon wirklich die 32.000er Leitung und besser. Da ist man auf alle Fälle auf der guten Seite, wenn es halt wirklich um das Streaming von solchem Bildmaterial geht. Okay. Und was es sonst noch so alles braucht, das wird uns Dennis Ross jetzt einmal zeigen. Also eins ist schon mal klar, der Experte empfiehlt mindestens eine VDSL-Leitung und das bedeutet sehr schnelles Internet. V steht für Very High Speed. Der Haken, die Verfügbarkeit ist abhängig vom Wohnort. Wenn ich dann natürlich wirklich auf dem Land lebe, wo vielleicht die Leitung und die Verteiler noch nicht dementsprechend aufgebaut sind, kriege ich vielleicht wirklich nur eine 2000er rein. Ist halt technisch nicht unbedingt umsetzbar. Neben der Leitung ist der Router das Herzstück. Ist der nämlich zu alt, wird das schöne neue Internet zu Hause ausgebremst. Und wenn ich natürlich jetzt von meinem Anbieter zwar eine tolle 50.000er Leitung bekomme, auf VDSL-Basis, aber die passende Hardware, das passende Router mit Modem nicht habe, kann natürlich A sein, entweder es läuft gar nicht, weil das technische Signal nicht verarbeitet werden kann, oder es klappt gerade noch so, aber die Geschwindigkeit ist halt deutlich geringer als das, was ich haben könnte. Sind alle diese Punkte beachtet, stellt sich nun eine weitere Frage, nämlich die nach der Verbindung zwischen Fernseher und Router. Kabel oder WLAN? Der Experte hat eine klare Meinung. Kabel ist die beste Verbindung zum Fernseher. Denn mit dem WLAN zu Hause, das hat so seine Tücken. Genauso wie auch dieses Thema Leitung ADSL, VDSL gibt es auch im WLAN-Signal verschiedene Klassifizierungen. Und es kann natürlich auch einen Unterschied machen. Da habe ich zwar recht viel ausgegeben für einen Router, aber das WLAN eher zweitrangig in dem Gerät ist und dementsprechend schwach ausfällt. Oder ob ich halt doch ein Gerät habe, wo ein bisschen mehr WLAN-Power hat, um da auch wirklich dann dieses HD-Material auch über Funk besser zu empfangen. Wer also seinen Fernseher im hauseigenen WLAN-Netz integrieren möchte, muss beim Kauf des Routers genau auf die Klassifizierungen und die Leistungsstärke achten. Und ganz ehrlich, da hilft Ihnen am besten der Experte weiter.